Die Eltern sind sauer. Sie befürchten, es wird hier nichts mehr so sein, wie es bisher noch ist. Die Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule in Bochum. Vor wenigen Tagen bekamen die Eltern eine Einladung der Schulleitung. Elternversammlung aus wichtigem Grund. Worum es ging, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was es sein könnte. Aber ich habe auch andere Eltern gefragt und es wusste keiner, worum es gehen sollte. Die Eltern erfahren dann, 27 Flüchtlingskinder sollen nach den Sommerferien hier beschult werden. Dafür sollen 5 achte Klassen aufgelöst und die Schüler dann mit den neuen Kindern gemischt werden. Das kann bedeuten, neue Klassenlehrer, keine pädagogischen Schwerpunkte wie Zweisprachigkeit oder Sport. Deswegen haben wir uns diese Schule ausgesucht mit dem Schwerpunkt. Die Klassenverbände verbleiben bis zur 10. Klasse mit einem Lehrerteam. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Die Schwerpunkte, die haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich vertrete 2 Kinder an dieser Schule, in der 7C und in der 7D. Es sind Zwillinge, wo es schwierig war, dass sie zusammengefunden haben, es endlich geschafft haben. Und jetzt werden sie doch wieder auseinandergerissen. Es droht die Zerschlagung von ganzen Schulklassen. Jeder hat so seine Standardfreunde in der Klasse und man würde natürlich mit jedem gerne in einer Klasse bleiben. Und ist dann für uns alle natürlich doof, wenn wir von jetzt auf gleich einfach auseinandergenommen werden. Es ist nicht leicht herauszufinden, wer sich das ausgedacht hat. Da wird der schwarze Peter sozusagen von der Schule zur Stadtverwaltung, zur Bezirksregierung und wieder zurückgeschoben. Also das, was da im Moment stattfindet, ist wirklich für mich ein unwürdiges Schauspiel. Wir machen dieselbe Erfahrung. Die Schulleitung will nicht mit uns reden. Sie verweist auf die Stadt Bochum, die die Zuweisung der neuen Schüler veranlasst hat. Die Stadt Bochum verweist auf die Bezirksregierung in Arnsberg, die das schließlich alles genehmigen muss. Und die erklärt letztlich, zu dem jetzt aktuellen Antrag laufen gegenwärtig Gespräche zwischen Bezirksregierung, Schulministerium und Stadt Bochum. Die endgültige Entscheidung ist abhängig von diesen Gesprächen. Noch nichts entschieden? An der Schule laufen die Vorbereitungen. Die Kinder sollen ihre besten beiden Freunde benennen, mit denen sie künftig in einer neuen Klasse unterrichtet werden wollen. Wir würden alle gern beieinander bleiben und dann müssten wir uns entscheiden. Und dann würde sich der eine vielleicht scheiße fühlen, weil man dann halt nicht mehr mit der besten Freundin oder so zusammen ist. Und das wäre halt doof. Integration geht nicht ohne Transparenz, sagen die Eltern. Sie wollen sich das so nicht gefallen lassen.